Hallo und herzlich willkommen bei der Musikakademie Neuhof. Ich sehe immer wieder, dass falsch geübt wird oder dass man durch falsches Üben oder falsche Technik in seiner musikalischen Entwicklung nur langsam oder überhaupt nicht vorankommt. Ich habe hier 10 Tipps für dich zusammengestellt, wie man richtig Klavier und Keyboard übt. Also bleib dran. Erster Tipp: täglich üben. Das hört man ja immer wieder. Warum ist es aber so wichtig? Wenn man einmal in der Woche eine oder auch 2 Stunden übt, bleibt das nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert und die Finger müssen auch regelmäßig trainiert werden. Abgeschlossene Stücke müssen auch immer wiederholt werden, damit man es nicht verlernt. Man kann das auch mit einem Sportler vergleichen. Ein Profisportler oder jemand, der es werden möchte, muss auch täglich oder mindestens mehrmals die Woche trainieren, um sein Ziel zu erreichen. Ich empfehle für Anfänger 15 bis höchstens 20 Minuten täglich, wenn möglich. Wenn nicht, aber mindestens 5-mal die Woche. Zweiter Tipp: die Haltung. Der Oberarm sollte zum Unterarm einen rechten Winkel bilden. Für Keyboard empfehle ich auf jeden Fall einen Keyboardständer auch gleich dazu zu kaufen und einen Hocker, den man in der Höhe verstellen kann, damit man nicht zu tief sitzt, also dass die Hände so von unten kommen. Oder auch, dass man zu sehr von oben spielt. Ja, das wäre also auch keine gute Haltung. Die Fingerhaltung, die Finger sollten nicht flach auf die Tasten gelegt werden. So kann man nicht schnell spielen, so wird das alles sehr steif. So halbrund aufstellen, als ob man nach etwas greift. Und wenn man einen Ton gespielt hat, die Finger nicht von der Taste lösen und in die Luft strecken, das wäre auch keine gute Haltung, sondern die Finger sollten immer in Berührung mit den Tasten bleiben. Dritter Tipp: einspielen. Man sollte sich, bevor man mit dem Stück, das man gerade lernen möchte, anfängt, erstmal sich einspielen, warm spielen. Das kann mit Tonleiter oder Fingerübungen sein oder auch einfach ein Lied, das man gerne spielt, um sich ein wenig warm zu spielen. Vierter Tipp: Fingersatz schreiben. Ich erinnere mich an meinen Klavierunterricht. Da musste ich erst über jede Note den Fingersatz schreiben. Wie man Fingersatz schreibt, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Schau doch mal oben in meiner Infobox. Dann die Wechsel markieren, das heißt also, wenn ein Untersatz kommt oder ein Übersatz, die Halbtöne wie Fis und B markieren. Wenn man den Fingersatz aufschreibt ohne Instrument, könnte man das auch als Trockenübung bezeichnen. Man geht das Stück dann schon mal in Gedanken durch und hat es so schon einmal geübt. Die Noten lesen üben. Also es reicht nicht, wenn man die Tonleiter auswendig aufsagen kann. C, D, E, F, G, A, H, C kann wahrscheinlich jeder. Versuche einmal die Noten aus dem Lied, das du spielen möchtest, von vorne Schritt für Schritt durchzulesen. Und je schneller du das kannst, desto besser kannst du die Noten lesen. Übungsblätter zum Notenlernen findest du auch auf meiner Webseite. Lehrmaterial, Klavier, Keyboard kostenlos. Einen Link findest du unter diesem Video. Fünfter Tipp: Hände getrennt üben. Jeder kennt es ja, man möchte natürlich so schnell wie möglich an sein Ziel kommen. Und ich erinnere mich, als ich die ersten Bach-Inventionen üben sollte, wollte ich natürlich auch gleich mit beiden Händen anfangen, aber keine Chance. Und damals habe ich auch damit meine Erfahrungen gemacht, dass man schneller an sein Ziel kommt, wenn man systematisch übt.
Hier mal ein Beispiel von River Flows in You. Wenn ich jetzt mit beiden Händen gleichzeitig das Lied spielen möchte, ohne dass ich es vorher geübt habe, könnte das in etwa so sich anhören. Und wenn ich mir ein solches Stück so erarbeiten möchte, wird es sehr lange dauern und dann verliert man auch schnell die Lust. Wenn ich aber die Hände getrennt übe, also die rechte Hand alleine, bis ich es flüssig, fließend spielen kann, und auch die rechte Hand im Rhythmus vor allen Dingen. Ich sehe oft bei Schülern, dass dann die linke Hand einfach mal schnell und man muss aber den Rhythmus der linken Hand auch so spielen, wie es im Lied kommt. Sonst macht man es, wenn man es mit beiden Händen zusammenspielen will, ja auch dann natürlich falsch. Also hier auch den Rhythmus beachten. 1 und 2, 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4 und. Und wenn ich das übe, bis ich es flüssig kann, ist das Zusammenspiel wesentlich einfacher und dann kann es so gehen. Beispiel für Keyboard. Wenn ich mit der linken Hand noch Schwierigkeit habe, von einem Akkord auf einen anderen zu kommen, also auch einen großen Sprung, sagen wir mal von C-Dur auf F-Dur, muss ich ja die Hand hier so ein bisschen nach links bewegen. Und viele Schüler haben da einfach immer noch Schwierigkeiten und müssen erst die Finger so nacheinander aufsetzen. Dann wird es im Zusammenspiel natürlich nicht leichter. Ja, also da muss man mit der linken Hand auch die Akkordwechsel üben, dass man es fast blind greifen kann. Sechster Tipp. In Abschnitten üben, schwierige Stellen mehrmals hintereinander. Also wenn man jetzt gerade so ein Stück wie River Flows in You oder das Präludium in C-Dur von Bach, ein langes Stück, immer wieder von vorne anfängt und bis hinten durchspielt, dann dauert es natürlich lange, bis man ein solches Stück auch spielen kann. Also deswegen kleinere Abschnitte, zum Beispiel 4 Takte oder immer eine Zeile üben und die also mehrmals hintereinander, dann die nächste Zeile oder die nächsten Takte dazu, auch wieder mehrmals hintereinander, dann die ersten beiden Teile zusammenfügen und so Schritt für Schritt vorwärts arbeiten. Schwierige Stellen mehrmals hintereinander, also wenn man gerade wie hier bei River Flows sehr viele Synkopen hat, ja, dann muss man das auch einfach diese Stelle mehrmals hintereinander üben, dass man diese auch fehlerfrei spielen kann. Siebter Tipp. Immer erst langsam üben. Ich bekomme hin und wieder von Schülern einmal gesagt, ich kann das Lied aber nur schnell spielen. Das gibt es nicht. Wenn ich ein Lied nicht langsam spielen kann, kann ich es auch nicht schnell spielen. Und beim langsam Üben wird auch einem vieles deutlicher und bewusster. Von daher wirklich immer langsam üben und wenn man es langsam kann, dann das Tempo steigern. Man kann es auch mit einem Metronom üben, da gehen die Meinungen aber auseinander. Manche Lehrer halten von einem Metronom nichts. Das Taktgefühl oder das rhythmische Gefühl sollte auch von innen herauskommen, das ist auch natürlich richtig. Ich empfehle, erst einmal ohne Metronom zu üben, versuchen gleichmäßig zu zählen, also beim Viervierteltakt immer 1, 2, 3, 4, ja. Wie eine Uhr muss das gleichmäßig laufen. Und wenn man aber jetzt Schwierigkeiten hat mit dem rhythmischen Gefühl oder Taktgefühl, sollte man sich durchaus mal ein Metronom zur Hilfe nehmen.
Langsam beginnen auf Tempo 60 oder 70 und dann in 10er Schritten das Tempo steigern. Achter Tipp: Nicht mechanisch spielen. Also ich habe es hier auch auf YouTube schon häufig gesehen, dass viele so eigentlich schön spielen, aber doch, dass es sich sehr mechanisch anhört, dass man vielleicht versucht, jede Note genau auf den Punkt zu spielen, oder die Notenwerte genau aushalten will und auch nicht mal auf gebunden spielen oder die Töne kurz anspielen, also Legato und Staccato-Spielweise achtet, und dann klingt ein Lied oft sehr mechanisch, also künstlich. Musik hat ja sehr viel mit Gefühl zu tun, gerade bei den Keyboard-Noten, die sind oft ja sehr einfach geschrieben, da wird Legato, Staccato auch gar nicht notiert. Also man sollte da auch versuchen, ein Gefühl in die Stücke reinzubringen, auf Pausen achten, dann wird auch ein Lied lebendiger. Neunter Tipp: Schwierigkeitsgrad nicht zu schwer wählen. Also, wenn ein Anfänger, der gerade mit Klavier erst angefangen hat, schon gleich River Flows Senior spielen will, dann ist das einfach zu schwer. Man würde sehr lange brauchen, bis man das Stück wirklich spielen kann, wenn es überhaupt machbar ist, und dann verliert man schnell die Lust. Also wirklich mit einfachen Stücken beginnen, so wird vieles verständlicher und man hat auch schneller einen Erfolg. Du siehst es auch in meinen Klavier- und Keyboardkursen, dass ich einfache Stücke wähle, weil man dort eben schneller den Erfolg hat und auch vieles verständlicher wird und auch die Noten leichter zu lernen sind. Zehnter Tipp: Lerne kleine Fehler zu übergehen. Nicht immer wieder von vorne anfangen und Spielhemmungen abbauen. Das heißt, ich sehe auch immer wieder bei meinen Schülern, dass wenn man sich mal verspielt, sofort aufgehört wird und man wieder von vorne anfangen will. Meistens bleibt man dann auch wieder an der gleichen Stelle hängen. Also man sollte den Fehler schon, den man gemacht hat, auch mal analysieren, die Stelle dann, wie ich eben schon gesagt habe, auch dann mehrmals üben, dann kriegt man auch den Fehler raus. Und wenn man jetzt vielleicht auch mal für ein kleines Konzert übt, dann kann man ja auch nicht, wenn man sich verspielt, einfach wieder aufhören und von vorne anfangen. Das würde jedem auffallen. Wenn man aber einen falschen Ton, den man gespielt hat, einfach mal übergeht und mit dem nächsten Ton oder im nächsten Takt wieder weiterspielt, dann fällt es kaum jemandem auf. Kürzlich hat mir ein Schüler auch berichtet, wir üben ja immer für Weihnachten was ein und er hat auch zu Hause dann vorgespielt und er erzählte mir, ich habe mich zwar verspielt, aber ich habe dann einfach mit dem nächsten Ton weitergespielt. Kleines Beispiel an dem Lied Hänschen klein. Es beginnt ja normal mit dem G, mit dem fünften Finger und dann kommt zweimal das E. Also wenn ich aber jetzt nach dem fünften Finger aus Versehen das D mit dem zweiten Finger spiele, kann ich einfach danach auf den dritten Finger gehen, dann hört sich das so an. Dann könnte das schon als kleine Improvisation gelten. Also, Spielhemmungen abbauen, auch nicht Angst haben davor mit Rhythmusgerät, also beim Keyboard mit Rhythmusgerät und Begleitautomatik zu spielen, einfach im nächsten Takt oder mit dem nächsten Ton weiterspielen. Versuche doch mal meine Tipps umzusetzen, sagen wir mal so 4 Wochen lang, und dann berichte mir doch mal deine Erfahrungen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar von dir freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen hoch, und wenn du kein Video verpassen möchtest, dann würde es mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Peter Neuhof.